Markenzeichen ist vielleicht Freude an dieser blauen Schüssel im Moment. Ja. Weil das macht wirklich Spaß. Das sind auf einmal Bilder geworden. Ja. Durch Zufall. Die jetzt da draußen hängt. Die Schüssel. Die Schüssel. Die hängt nirgendwo. Mit der, das ist meine, ich zeige sie nachher, ja, wenn es vom Stuhl fällt. Weil jeder denkt immer, das ist eine tolle Schüssel aus Glas oder Keramik oder was weiß ich. Nein, das ist meine Abfallschüssel aus Plastik, aha, in die ich meinen täglichen Abfall reinschneide. Ja. Obst, Gemüse, was dann auf dem Kompost wandert. Okay. Und irgendwann denke ich mir mal, das sind ja so irre Farben da drin, ja, und auch Formen. Und dann habe ich mit meiner kleinen Lumix, ganz normale Kamera, ja, mit so einem Elmer-Objektiv, bin ich da drin spazieren gegangen, habe Ausschnitte raus, ja, fotografiert. Okay. Und dann in meinen Computer, und dann habe ich sie mir mal groß angeschaut und fand schon, dass das schöne Bilder sind. Mhm. Das ist irgendwie auch, am Anfang war es wohl mehr die Form und die Farbe. Aber dann wird es immer mehr jetzt ja, ein Bild, also wo man sich irgendwas versucht auch vorzustellen. Aber es ist erstmal abstrakt, oder? Das ist immer abstrakt, ja. Aber eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ist es Abfall, oder? Ja, man erkennt dann schon auf manchen, was es ist. Und viele Leute, die wissen, dass es Obst oder Gemüse ist, die suchen dann auch nach Obst und Gemüse, was ich ein bisschen blöd finde, aber jeder will immer so einen Punkt haben. So einen, also wenn man weiß, dass es Obst und Gemüse ist, dann sucht man danach. Ja, eigentlich man schon. Sonst, ja. Also sollte man es gar nicht wissen. Nö, eigentlich nicht. Aber also man erkennt es halt ab und zu. Ja. Man erkennt es halt ab und zu. Naja, gut. Okay. Und dann habe ich natürlich rumgefragt. Also ich habe natürlich meinen Mann ziemlich viel Bekannte, die mit Kunst zu tun haben. Ja. Und ich war ja auch irgendwo unsicher, weil ich dachte, also ich hatte ja nicht vor, da das auszustellen. Ich habe das jetzt mal so entdeckt für mich und habe dann... Seit wann noch? So 2012 ungefähr, so als mein Mann gestorben ist. Okay. Und dann habe ich mal so kleine versucht. Also erst habe ich auch überlegt, wie kannst du jetzt die vergrößern lassen? Weil aufziehen und mit dem Rahmen ist ja alles scheußlich. Und dann hat mir jemand gesagt, versuch doch mal mit Acryl, hinter Acrylglas. Ja. Und das war dann optimal, fand ich. Also das ist wirklich schön für diese Bilder. Mhm. Ist natürlich auch teuer. Mhm. Klar. Also die Matten sind dann noch teurer wie die glänzenden, komischerweise. Und dann bin ich halt rumgegangen und habe so gefragt, dann bin ich zum Hubert Huber mit einer CD. Dann weiß ich noch, hat er die CD in seinem Computer ohne ein Wort angeschaut, eins nach dem anderen, und hat er gesagt, ja mei, da kann man ja gar nichts wegschmeißen, da wärst du mal bei uns ausstellen. So. Und ja, das hat mich dann natürlich gefreut und das hat mich auch motiviert. Und dann der Marcel hat sowieso von Anfang an, der Marcel hat mir ja auch gezeigt, wie ich mit dem Ding hier umgehen kann, das konnte ich ja nicht. Dem Computer, oder? Ja, das musste ich dann natürlich haben, sowas ist ja klar. Ja. Und wie man die dann da rein... Das ist doch ganz einfach, oder? Ja, na, ich stoße schon immer wieder auf Schwierigkeiten. Was machen Sie denn mit Bildbearbeitung? Oder? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein, das kann ich gar nicht. Und was machen Sie denn mit dem Computer? Ich tue die ab dem Ordner, wo die reinkommen, und ich muss die ja auch verschicken. Ja. Zu Whitewall. Damit ich die dann zurückkriege. So, das ist das Grundprinzip. Okay. Ich will die auch nicht bearbeiten. Mhm. Also ich will das auch nicht, dass ich da reinfasse und da was verschiebe oder dekoriere oder so. Das will ich auch nicht. Das soll total spontan bleiben. Was ist das für ein Format? JPEG oder was? Oder TIFF? Oder die Bilder? Was ist das für ein Format? JPEG. Gut. Was? JPEG. Ja. Ach ja, dieses JP immer, gell? JPG. Ja. Also Sie machen so richtig original. Das original. Ist drauf und aber ja, aber ich, also wenn jetzt zum Beispiel das Rechteck mir nicht passt, dann schneide ich schon mal einfach was weg. Aus. Ja, ein Ausschnitt ist schon da. Der ist schon da. Aber ich schneide einfach dann was weg. Also ich habe das zeige ich Ihnen nachher. Diese Zwiebel, die ist dann quadratisch, weil die das was da rechts dran ist. Quadratische Zwiebel. Ja. So ist es.
Ganz das simpel. Ganz ordinär und simpel. Unspektakulär. Ja, total unspektakulär. Also ja, die, das spricht Anja, aber für Sie. Die Anja Kutzki zum Beispiel, die hat ja diese Laudatio dann und hat mir ja ihren Termin gegeben in der Produzentengalerie. Weil die können immer tauschen, die Produzenten. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich alle Bilder da ins Wohnzimmer und sie hat auch fotografiert und dann hat sie gesagt, so Karin, jetzt will ich aber mal die Schüssel sehen. Habe ich die Schüssel gegeben. Nein, hat sie gesagt, das gibt's ja nicht. War das platt. Ist, ja, also das sind die, da sind die ganzen Strukturen drin. Und Sie gehen dann so? Ich gehe wirklich so ganz nah da rein. Also so richtig so nah gehe ich da rein. Mhm. Und also wirklich so ganz. Oder, ja. Und da ist der Bildausschnitt. Und da ist dann der Bildausschnitt. Mhm. Okay.